Einen wunderschönen, meine Lieben. Letzte Woche haben wir darüber gequatscht, was am Gaming heute alles besser ist im Gegensatz zu früher. Und darum quatschen wir diese Woche um, richtig, die Silent Hill-Reihe. Du bist scheiße. Nee, heute reden wir natürlich darüber, was bei Games früher besser war als heute. Und Leute, eins muss ich euch ehrlich sagen, es ist mir um einiges leichter gefallen, 5 Dinge zu finden, die früher besser waren, als 5 Dinge, die heute besser sind. Das spricht natürlich nicht fürs heutige Gaming, aber ich muss auch sagen, ich liebe das Gaming heutzutage. Nicht zum Spaß habe ich einen Let's Play-Kanal. Und ich weiß ganz viele Dinge zu schätzen, so wie ich es auch in dem anderen Video erwähnt habe, aber dennoch gab es einige Dinge, die früher besser waren und auf die möchte ich in dem Video eingehen. Auf Platz Nummer 5 haben wir was, das kann ich gar nicht so einfach erklären, und zwar mutige Entwickler. Schauen wir uns zum Beispiel mal die größten und beliebtesten Spieleserien momentan an. Final Fantasy, Tomb Raider, Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear Solid. Und schaut mal, wann von welcher Serie der erste Teil entstanden ist. Damals haben die Entwickler noch richtig was riskiert. Das Problem ist natürlich heutzutage, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, die Entwicklungskosten für die Spiele sind um ein Vielfaches höher. Marketing, der ganze Rattenschwanz, der damit dranhängt, da hängen viele Jobs dran an dem Erfolg von den Games. Viele Entwickler setzen auch alles auf ein Pferd. Ja, es gibt Entwickler, die bringen halt alle 2-3 Jahre ein Spiel raus und das Spiel muss einschlagen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass Entwickler nicht mehr allzu viel riskieren bei ihren Games. Was aber auch Nachteile hat, weil solche Perlen, wie damals entstanden sind, heutzutage halt einfach nicht mehr entstehen. Es wurde zum Beispiel wahnsinnig viel Zeit und Arbeit in die Stories reingesteckt. Das ist heute eigentlich nicht mehr nötig, ja? Klebt einen Brand auf ein Spiel drauf, aber dazu komme ich noch und das Spiel wird erfolgreich. Das hat es damals nicht gegeben, da mussten die Spieleentwickler wirklich was abliefern. Schaut zum Beispiel mal auf die Liste der besten Endbosse aller Zeiten. Ich glaube 4 oder 5 Stück sind von Metal Gear Solid. Schaut die beste Spielestory aller Zeiten, da ist auf Platz 1 Silent Hill 2. Heute wird nicht mehr allzu viel riskiert, ganz im Gegenteil, es werden sogar Brands einfach komplett ausgeschlachtet. Ein gutes Beispiel dafür ist Assassin's Creed. Ich habe in meinem Video meine liebsten Spiele aller Zeiten, auch das ist hier oben in der Infobox verlinkt, erwähnt, dass einer meiner absoluten Assassin's, also ich liebe die komplette Assassin's Creed Reihe, aber einer meiner absoluten Lieblingsteile von Assassin's Creed ist Odyssey, der letzte Teil. Das Spiel war extrem gut, aber war es denn ein Assassin's Creed? Man war ja eigentlich nicht mal ein Assassine. Ich persönlich muss sagen, so geil ich Odyssey auch fand, hätte es einen anderen Titel gehabt, hätte ich es noch besser gefunden. Aber klar, das Entwicklerstudio muss sein Geld verdienen, sie müssen ihre Mitarbeiter bezahlen, sie können nicht viel riskieren und deshalb wird halt Assassin's Creed drüber geschrieben und dann verkauft sich das Ding ohne Probleme. Man hätte hier ja vielleicht eine komplett neue Spieleserie beginnen können und sowas passiert halt einfach nicht mehr. Ein anderes gutes Beispiel, fast noch besser, ist Resident Evil 7. Auch das war in meinem Video meine liebsten Spiele aller Zeiten, weil ich Resident Evil 7 wirklich unfassbar gut fand. Aber das war kein Resident Evil. Bei weitem nicht. Das Spiel hat mit Resident Evil absolut nichts zu tun gehabt. Es hatte mit Resident Evil noch weniger zu tun als Odyssey mit Assassin's Creed. Du warst nicht von irgendeiner Spezialeinheit. Da waren keine Zombies. Da gab es keinen Chemieunfall. Da gab es keinen politischen Komplott. Das war kein Resident Evil. Wie gesagt, Leute, das Spiel war extrem gut. Ich liebe Resident Evil 7. Aber für mich war es kein Resi. Das, wenn er einen anderen Namen gehabt hätte, genauso wie Odyssey, hätte ich es um einiges besser gefunden. Und auch hier hätte man einfach eine komplett neue Serie starten können. Warum denn nicht? Ja, warum nicht? Weil die Verkaufszahlen mit Sicherheit komplett anders ausgesehen hätten, wenn das Spiel nicht Resident Evil gehießen hätte. Ja, das ist auf jeden Fall mein Platz 5. Die Entwickler riskieren einfach nichts mehr. Und dann wird halt auch nicht am Ball geblieben. Schaut euch zum Beispiel Division an. Ich fand Division 1 ein extrem gutes Spiel. Gerade im Online-Koop oder Online-Multiplayer hat das Spiel richtig Laune gemacht. Und dann kommt Division 2. What the fuck ist das? Ja, das hat auch Spaß gemacht, aber ganz ehrlich, das hätte ein DLC für Division 1 sein können. Ich persönlich fand Division 1 sogar um einiges besser. Weil der einfach aufgehört wird. Da wird nicht weitergemacht, da wird nicht weitergearbeitet. Jetzt muss ich mal schon nachschauen. Division war, glaube ich, auch Tom Clancy, oder? Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Tom Clancy ist der Division. Da haben wir das Beispiel auch wieder. Man bringt was Neues, man macht was Neues, man bappt einfach Tom Clancy drauf, dann verkauft sich schon. Lange Rede, kurzer Sinn, mein Platz 5, keine mutigen Entwickler.
Auf Platz 4 habe ich etwas, da werden mir jetzt auch viele nicht zustimmen, aber ich persönlich, es ist ja sowieso eine ganz persönliche Ansicht, das ganze Video, ich finde, dass die Spiele früher einfach schwerer waren. Aber nicht nur schwerer insofern, dass ich sage, mir sind die heutigen Games einfach zu leicht, sondern insofern, dass uns nichts mehr zugetraut wird. Also ich weiß nicht, denken die Spieleentwickler, dass die Jugend von heutzutage komplett geistig zurückgeblieben ist? Ich, wenn mir früher ein Game gekauft habe, dann ging das einfach los. Und wenn ich irgendwas nicht gerafft habe, irgendwas nicht verstanden habe, dann musste ich halt in der Beschreibung nachlesen. Musste mir mal die Tastaturbelegung anschauen oder sonst irgendwas. Es gab auch ein Rätsel, wo ich sage, da bin ich nicht weitergekommen, da musste ich da mit Freunden quatschen. Und heutzutage, du startest das Spiel, gehen Sie geradeaus, gehen Sie nach links, sehen Sie sich um, mit dem rechten Stick können Sie sich umsehen, mit dem linken Analogstick können Sie sich bewegen, als wäre es jemals anders gewesen. Mit A können Sie springen, drücken Sie B, um sich zu ducken. Bei X laden Sie nach, drücken Sie Y, um die Waffe zu wechseln. Und dann wird dir das ganze Tutorial auch noch in so einem Stück Gameplay verpackt, was irgendwie 30, 40 Minuten dauert. Boah, ich habe da keinen Bock drauf. Ganz davon abgesehen, dass, wie ich ja eben schon bei Punkt 5 erwähnt habe, die meisten Spiele einfach Einheitsbrei sind, ist die Steuerung halt echt fast überall identisch. Dass ich bei einem Rennspiel mit dem rechten Trigger Gas gebe, das weiß ein 5-jähriges Kind. Aber nicht nur das, dass mir alles mit einem Tutorial lang und breit erklärt wird. Du wirst generell einfach vor keine Herausforderung mehr gesetzt. Dir wird jeder Weg genau gesagt, du musst jetzt da lang gehen, jetzt musst du erst den ansprechen, dann musst du dahin gehen, dann musst du das erledigen. Ganz, ganz selten gibt es noch Games, wo ich wirklich dastehe und sage, what the fuck, was muss ich jetzt machen? Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist meine Meinung. Vielleicht sagen andere, ja, sie feiern das, ja, sie wollen da nicht lange rumüberlegen, da muss was passieren, Action, sie wollen wissen, wo sie hin müssen. Kann sein, ich persönlich sehe es anders. Ich will mein Hirn ein bisschen anstrengen, ich will selber ein bisschen überlegen, weil das Erfolgserlebnis dann natürlich auch viel größer ist, wenn ich was schaffe. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Vielleicht liege ich da auch völlig falsch. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich persönlich sehe es so, dass die Spiele früher um einiges schwerer waren, dass uns nicht jeder Müll genau vorgekaut wurde. Heute sehe ich es bei sehr vielen Spielen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber bei sehr vielen Spielen sehe ich ellenlange Tutorials und Anleitungen und das und jedes müssen sie tun. Und mir persönlich hat das früher mehr Spaß gemacht. Auf Platz Nummer 3 haben wir was, was eigentlich aus einer sehr noblen Geste heraus entstanden ist. Und zwar Add-ons oder wie ihr sie wahrscheinlich kennt, DLCs. Was sind Add-ons? Wo kommen die eigentlich her? Add-ons gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist jetzt hier nicht irgendwie so eine Neuzeiterfindung. Seinerzeit war es eben so, dass die Entwicklerstudios sehr wenig Geld hatten. Ja, sie haben sehr viel riskiert, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Es gibt zahlreiche Belege, wo in Spielen eigentlich was ganz anderes geplant wurde und dann letzten Endes wurde es doch wieder geändert, weil es finanziell nicht hingehauen hat und dann musste man das und jenes noch rausnehmen. Resident Evil ist hier ein gutes Beispiel. Das hatte ja diese Kamera von oben, da war eigentlich auch geplant, dass man das als Ego-Shooter spielen kann. War dann am letzten Endes nicht mehr im Budget und ist rausgefallen. Was glaubt ihr, was Capcom heutzutage für ein Budget für Resident Evil hat? Das hatten sie damals nicht und das war natürlich bei extrem vielen Spieleherstellern so. Die mussten sich halt erst beweisen, die mussten durch die Game-Verkäufe erst einmal das Budget reinholen, um das Spiel zu produzieren. So, was ist also ein Add-on? Es gab Spiele, die sind rausgekommen und man wusste einfach nicht, wird das Spiel finanziell erfolgreich? Wird es überhaupt unsere Kosten wieder reinholen? Ja, und viele, viele Spiele damals sind extrem erfolgreich geworden, haben extrem viel Geld eingespielt und die Entwickler haben erkannt, hey, halt, das scheint den Leuten extrem zu taugen, die haben richtig viel Spaß mit dem Game, wir haben jetzt wieder Kohle zur Verfügung, lasst uns das Game doch mal so ein bisschen erweitern und dann schicken wir noch was hinterher. Der Kunde hat dann mehr zu spielen, wir haben das Budget dafür. Gleichzeitig wussten sie auch, dass das Add-on sich dann auch verkaufen wird, sprich, sie konnten das Budget auch wieder für das Add-on ausgeben. Finde ich persönlich, war ein sehr nobler Gedanke und im Laufe der Zeit hat sich das sehr verändert. Ein DLC heutzutage hat eigentlich kaum noch irgendwas mit einem Add-on von früher zu tun. Es ist reine Geldmacherei. Es geht nicht mehr darum, dass ich sage, ich möchte dem Spieler noch zusätzlichen Content liefern. Es geht auch nicht darum, dass ich sage, hey, ich habe noch Budget zur Verfügung, lasst uns doch noch irgendwas bauen, was noch geplant war. Nein, darum geht es bei weitem nicht mehr. Ganz im Gegenteil, ihr müsst euch mal überlegen, es gibt Games, da wurden verschiedene Sachen reinprogrammiert und dann wurden die auf der Disk oder im System einfach gesperrt und du konntest sie dir dann als DLC nachkaufen. Also früher war es so, dass sie gesagt haben, wir möchten das und jenes noch machen, haben aber leider nicht das Budget dafür. Sie kriegen dann das Budget und liefern das noch nach
Und heute ist es so, dass sie sagen, ja, wir machen das alles, aber ihr kriegt es nicht. Kauft jetzt erstmal das Spiel, die ja auch schon teurer geworden sind als früher. Und wenn ihr das getan habt, dann schalten wir euch jeden Content noch frei und für den bezahlt ihr nochmal. Klar, die Spiele sind heutzutage teurer geworden. Allein die Vermarktung der Games kostet Millionen und Abermillionen. Die Gehälter sind teurer geworden. Spieldesigner verdient heute um Welten mehr als damals. Aber ist das wirklich die richtige Art und Weise? Ich meine, wenn ich ein Game rausbringe, ein gutes, ordentliches und da wirklich Arbeit und Liebe reinstecke, verdiene ich genug Kohle damit, siehe Witcher 3. Und so finde ich es im Laufe der Zeit aus einem sehr noblen Gedanke etwas sehr, sehr Gieriges geworden. Außerdem gibt es sehr, sehr selten DLCs, wo ich sage, die sind ihr Geld wert. Ich meine, die meisten DLCs kosten auch ihre 30, 40 Euro und du kriegst bei weitem keinen Spielinhalt für 30, 40 Euro. Also ich glaube, DLC-technisch müssen wir nicht streiten, da werden die meisten Leute meiner Meinung sein. Was die meisten Publisher heutzutage abziehen mit ihren DLCs, ist wirklich unter aller Kanone. Falls ihr da dennoch anderer Meinung seid, auch hier, haut es unten in die Kommentare. Auf Platz 2 habe ich jetzt wieder einen Punkt, oh, das könnte vielleicht auch zu Streit führen. Die Gaming-Community an und für sich. Früher war es so, der eine hat den Nintendo 64, der andere hat den PlayStation, der andere hat PC gespielt und wir waren alle Gamer. Es war völlig scheißegal, auf welcher Plattform das ich gespielt habe. Hey, hast du schon das neue Resident Evil gespielt? Ja, nee, das gibt's auf Nintendo 64 nicht. Ja, ich hab's auf der PlayStation. Komm heute Abend mal vorbei, dann zocken wir das. Fertig. Hey, wie würde denn das heute ablaufen? Hey, hast du das neue Resident Evil schon gespielt? Ja, nee, ich hab doch Nintendo 64. Was bist denn du für ein Hurensohn? Hey Leute, das ist unglaublich. Im Social Media Bereich, es gibt nicht einen einzigen Post, der eine Xbox, ein PC oder eine PlayStation beinhaltet, worunter nicht hunderte Hate-Kommentare sind. Hey, das sind doch das sind doch die haben doch keine Ahnung, die Xbox ist leistungsstärker, die PlayStation ist leistungsstärker. Ich habe da absolut kein Verständnis dafür und ich finde es wahnsinnig traurig, ob es eine PlayStation ist, eine Xbox, ein Gamecube, ein Nintendo 64, eine Switch oder ein PC. Wir sind doch alle Gamer. Die Xbox ist leistungsstärker als die PlayStation ist leistungsstärker als die Xbox. Oh, ich krieg's kotzen. Wenn ich sage, mir ist die Story völlig egal, mir ist das Gameplay völlig egal, das Einzige, was mich interessiert, ist eine unfassbar gute Grafik. Da muss ich A schon mal ziemlich dämlich sein und B muss ich mir dann einen PC holen. Da brauchen wir nicht streiten über Xbox und PlayStation. Aber für mich persönlich spielt es auch überhaupt keine Rolle. Ich spiele auch Xbox, ich spiele auch PlayStation und ich spiele auch PC, weil mir die Grafik völlig egal ist. Klar soll ein Spiel gut aussehen, aber das tut's auf allen Systemen. Ich spiele auch Switch, die Switch hat glaube ich nicht mal Full HD. Aber jemand anderen zu bashen, weil ich sage, die Grafik ist besser auf der Konsole, Alter, was? Aber ich glaube, dass das einfach ein generelles Problem ist in unserer heutigen Gesellschaft. Ich sage nur Android und iOS. Dieser ewige Kampf, was besser ist, ob sei es Huawei, sei es Android, sei es Apple, ich finde es so affig und traurig, ich habe gar keine Worte dafür. Die AirPods sind scheiße, Bose ist viel besser, nee, Bose brauchst du nicht, hol dir die Android, Earbuds, was weiß ich, wie der ganze Müll heißt. Apple Watch ist viel zu teuer und so weiter und so fort. Bei den Erwachsenen ist dann der Audi scheiße, hol dir einen BMW, nee, BMW ist kacke, ich fahre bloß Mercedes. Ich bin da ein bisschen spezieller Fall, weil ich probiere alles aus. Ja? Ich hatte sehr viele Android-Handys, ich hatte sehr viele iPhones, ich hatte auch Huawei. Ich teste viel, ich probiere viel und entscheide dann für mich selbst, was das Beste ist. Ich persönlich traue jedem Menschen genug Intelligenz zu, dass ich sage, der wird schon wissen, warum er sich das und jenes holt und würde nie jemanden haten, weil er ein Android hat, PlayStation spielt und ein Audi fährt. Habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, finde ich eine wahnsinnig traurige Eigenschaft bei einem Menschen und ist heute einfach gang und gäbe, gerade im Social Media Bereich, was ich da stellenweise lesen muss. Ich weiß nicht, warum jemand ein ist, weil er eine Xbox hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen. Also es ist mein Platz 2, weil es echt was ist, was mich tierisch abfuckt. Und ich würde mir wünschen, dass die Gamer einfach wieder so eine Community werden wie früher. Alle einfach zusammen Spaß haben, Spaß mit ihren Games haben. Ich denke, das wird nie wieder passieren. Da hat sich unsere Gesellschaft halt auch einfach gewandelt. Leider. Und deshalb ist es mein Platz 2. Ja, und jetzt kommen wir zum Platz 1. Leute, ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Haltet euch mal irgendwo fest. Haltet ihr fest? Wenn du dir früher ein Game gekauft hast, dann hat es dir gehört. Was? Könnt ihr euch das vorstellen? Kein Witz. Du hast 100 Mark für ein Spiel gezahlt und dann hat das dir gehört. Das komplette Spiel. Unglaublich, oder? Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, auf Platz 1 ist umgeschlagen mit 80 Kilometer Vorsprung und ich denke, da müssen wir auch nicht streiten. Lootboxen, Ingame-Käufe, In-App-Käufe, Ingame-Stores, das ist für mich das Asozialste, was es heutzutage im Gaming gibt. Lootboxen, what the fuck, das ist Glücksspiel. Du musst mit Echtgeld
eine Kiste kaufen und weißt nicht, was da drin ist. Kannst Glück haben, kannst Pech haben, das ist ein Lottoschein für mich. Lotto, Casino ist in Deutschland ab 18, aber Lootboxen, gar kein Thema. Ich persönlich würde den Entwicklern mal richtig krass eins aufs Maul hauen und würde sagen, tut mir leid, ihr FIFA 21 ist FSK 18. Was? Warum das ein Fußballspiel? Ja, aber sie bieten in ihrem Spiel Glücksspiel an, ist FSK 18. Wahrscheinlich wäre es den Entwicklern noch scheißegal, weil die mit diesen In-App-Käufen um so vieles mehr Kohle machen als mit ihrem Spiel selber. Aber ich finde es unter aller Sau. Es ist unglaublich, dass dir Spielinhalte vorenthalten werden, nur damit sie im Nachhinein noch mehr Kohle kassieren können. Und da ist nichts mit nobler Gedanke, sie wollen dir halt noch zusätzlich irgendwie was anbieten. Nein, Bullshit. Die wollen einfach von dem Tag, wo du dir dieses Spiel holst, ihre Hand in deinem Geldbeutel haben. Was anderes ist es nicht. Und als erwachsene Person, die arbeiten geht, die ihr Geld verdienen muss, habe ich da vielleicht einen anderen Blick, dass ich sage, nö, diese Waffenlackierung kaufe ich mir jetzt mal nicht für 20 Euro. Aber kleine Kinder, die einfach keinen Bezug zum Geld haben, weil woher sollten sie ihn denn auch haben, finde ich unter aller Kanone. Das gleiche Werbungen. Eins meiner ersten Handygames war damals Angry Birds. Das hat irgendwie 79 Cent gekostet und ich habe das einfach gespielt. Gespielt, gespielt, gespielt und gespielt. Letztes Mal war mir so richtig krass stinkend langweilig und habe ich gedacht, ich hole mir jetzt mal das neue Angry Birds. Boah, neues Spiel, Werbung. Vogelgeschossen, Werbung. Vogelgeschossen, Werbung. Vogelgeschossen, Werbung. Sie haben das Level leider nicht geschafft. Schauen Sie sich eine Werbung an und Sie kriegen noch einen Versuch. Werbung angeschaut, Level geschafft, Werbung. Ich habe das Game so schnell deinstalliert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Klar, der Entwickler muss von irgendwas leben, der muss auch Geld verdienen. Sehe ich alles ein, aber man kann es übertreiben. Ey Leute, das ist so affig geworden. Das ist so übertrieben und affig geworden. Ja, die Entwicklungskosten sind gestiegen. Das kostet jetzt alles viel mehr. Ja, das mag schon sein, aber Leute, die verdienen genug Geld. Wirklich mehr als genug. Von mir aus, sagen wir mal Forza. Forza hat extrem hohe Entwicklungskosten. Da werden ganze Teams an alle Rennstrecken, die es im Spiel gibt, geschickt. Die fotografieren da jeden Quadratmeter der Rennstrecke. Manche Autos haben sie nicht bekommen, um das 3D-Modeling zu machen. Die mussten sie kaufen. Sehr teure Autos. Dann wurden Fahrer engagiert, die die Strecken mit den Autos gefahren sind, um zu schauen. Ja, an der Stelle ist das Feeling noch ein bisschen falsch. Das fühlt sich eigentlich, wenn man echt fährt, so an. Da steckt sehr, sehr viel Geld drin. Und dann sage ich, okay, verlangt für Forza 100 Euro. Zahle ich euch, überhaupt kein Thema. Aber dir werden Spielinhalte vorenthalten, wie zum Beispiel Auto. Bei Forza 3 gab es Fahrzeuge, die haben sie dann bei Forza 4 einfach rausgenommen, obwohl sie schon fertig waren, haben sie rausgenommen und konntest dir dann für 5,99 Euro nachkaufen. 5 Autos oder so. Ich habe das damals ausgerechnet, wenn du dir Forza 4 mit allen Fahrzeugen geholt hast, hast du 240 Euro auf den Tisch gelegt. Hey Leute, das ist jenseits von Gut und Böse. Jenseits von Gut und Böse. Dann kommt man mit kosmetischen Sachen. Ja, okay, das sind dann Dinge, wo ich sage, die muss man nicht kaufen, um das Spiel zu ändern. Also es ist wirklich einfach eine Designsache. Ja? Wie zum Beispiel bei Odyssey, das ich, wie gesagt, sehr gefeiert habe. Konntest du dir ein anderes Reittier holen oder du konntest das Schiff in einer anderen Farbe machen. Also wirklich Sachen, wo ich sage, die haben keinen Einfluss aufs Spielgeschehen. Aber lasst es doch einfach komplett weg, Leute. Gebt mir doch einfach verschiedene Schiffslackierungen und verschiedene Reittiere und fertig. Oder gebt mir die Möglichkeit, dass ich mir das irgendwie erspiele. Und wenn ich aber so stinkend faul bin und sage, ich möchte mir das nicht erspielen, hier hast du 10 Euro. Das hat klein angefangen und mittlerweile hat es Ausmaße angenommen. Das ist echt nicht mehr feierlich und es wird immer noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Bei mir ist es mittlerweile, wenn ich ein Spiel installiere und starte und ich sehe da oben in der Leiste einen Store, ey, da kommt mir schon's Kotzen. In manchen Spielen finde ich es wirklich illegal. Ja, wie gesagt, Glücksspiel bei Star Wars und FIFA finde ich absolut nicht in Ordnung. Und da sollte auch gesetzlich dagegen vorgegangen werden. Ja, da kommt jetzt der Allmann. Ich bin der Ansicht, dass ich für einen Artikel bezahlt habe und ich will den kompletten Artikel haben. Oder man bringt das Spiel raus und dann gibt es eine Internetseite. Dann gehe ich auf die Internetseite und dann kann ich da vielleicht noch irgendwie was dazu kaufen. Irgendwie so, aber es wird dir während des Spielens permanent in die Fresse gehauen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Kauf hier, kauf da, bezahl das, hol dir das noch. Auch hier, lasst uns drüber reden, Leute. Vielleicht sehe ich das auch völlig falsch. Vielleicht habt ihr da eine ganz andere Meinung. Jede Meinung ist willkommen. Wir können gern drüber reden. Also haut mir das bitte unten in die Kommentare. Habe ich überhaupt kein Problem damit und dann unterhalten wir uns darüber. Aber für mich persönlich ist es der Platz 1. Es ist für mich das mit Abstand schlimmste und asozialste, was der Game-Industrie im letzten Jahrzehnt passiert ist. Ja, das war auf jeden Fall meine Liste der 5 Dinge, die früher bei Gaming besser waren. Abschließend kann man sagen, Gaming früher hatte Vor- und Nachteile, Gaming heute hat Vor- und Nachteile, aber ich liebe Gaming nach wie vor. Ich zocke seit über 20 Jahren und heute noch genauso gern wie früher. Nicht umsonst habe ich diesen Kanal hier gestartet. Wenn euch der Kanal gefallen sollte, wenn euch das Thema Gaming gefallen sollte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und wir sehen uns zum nächsten Video.